So, auch dieses Mal gibt es Standard Showdown. Das gute Ravnica. Gute War of the Spark. Ravnica hat das letzte Mal. Hier sind die Karten andersrum. Über mir wird immer noch gestaubsaugt. Ich bin mal gespannt, ob man das in der Audio nachher hört. Ich glaube ja. Gucken wir uns mal an, was im Standard Showdown War of the Sparks drin war. Wir haben Overflow Inside. 7 Mana, ein Spieler eurer Wahl zieht 7 Karten. Ja, kann man mal machen. Wow, kann man mal machen. Ark of Uruska. Wenn man es. Entschuldigung, wenn man 10 oder mehr Permanente hat, hat man City's Blessing, tappen, wenn farblos ist, oder 5 Mana tappen, eine Karte ziehen. Kann man nur, wenn man City's Blessing hat. Ja. Hier den Simic. Die Simic Insel habe ich jetzt relativ viele schon von gesehen. Und eine Foil Rare. Mystic Akonolist. 2 Mana, 2 1, 5 Mana zieht man 2 Karten sogar. Das ist eine ganz coole Karte. Ja, da bin ich mit zufrieden. Ja, das waren jetzt ziemlich einfach erklärte Sachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.